Ja, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Pharmarama-Video von meiner Seite aus. Ja, das Mammutprojekt ist endlich vorbei. Jetzt geht's nur noch zur Abgabe. Ich habe es geschafft, 2200 Osterzierde zusammenzukratzen. Wurde wirklich so viel gefordert? Ich guck mal nach. Spinnt mal wieder. Ah, ich glaube ja. Oder gucken wir mal über den hier nach. Weil dann irgendwie spinnt die Seite mal wieder. So, warten. Hier haben wir die offizielle Fakt. Und die dauert auch wieder ein paar Sekunden, bis sie fertig ist. So. Okay, das geht klar. Okay. Jo, 2200 wurden gefordert. 12.000 Frühlingslupilien. Kresse 10.000. Weizen 10.000. Mohrrübe 10.000. Heu 10.000. Salat 10.000. Apfel 250. Pflaume, Walnuss, Maulbeere und Birne waren auch mit 250 dabei. Ja. Am besten war es erstmal linke und rechte Seite erstmal aufzufüllen, dann hat man wenigstens schon mal richtig viele Punkte. Ja, hätte ich diese Osterzierde nicht bis hierhin hingekriegt, würden mir genau diese beiden Punkte noch fehlen. Das heißt also, ich hätte die Wolkenreihe nicht und die drei goldenen Bananen nicht. Wobei ich von dem hier alles zusammen hatte. Okay. Schwierigkeit. Event. Steht das hier überhaupt? Keine Ahnung, aber. Also, es ist aber echt schwer. Aber jetzt zahle ich ein. Somit ist das Event eigentlich jetzt in diesem Augenblick abgeschlossen, wenn das Video hochgeladen wird. So. Ihr seht jetzt. Bekomme ich hier auch Erfahrungspunkte. So. Damit ist das erste Item schon mal meins. Die Sternchen sind meine. Was haben wir hier? Hier haben wir das zweite Item schon. Turbodünger, Superfutter kann man auch immer gut gebrauchen. Karotten, Apfelschutney. Okay. Das dritte Item habe ich. Okay, das habe ich jetzt auch sicher. Jetzt kommen nur das und ich habe das Event abgeschlossen. Super! Und ich brauche immer noch 74 Millionen Erfahrungspunkte, um ins nächste Level zu kommen. Ja, Eventfazit. Ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 leicht ist und 1. Sau schwer.
Würde ich der ganzen. Nee, wobei. Eins. Ich muss mal eben drehen. Ja. Also bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 leicht ist und 10 schwer, also sauschwer, will ich der ganzen eine 10 geben. Sprich, sau schwer. Weil es an denen hier hapert. Es werden einige das nicht schaffen, weil die Pflanzen werden alle Leute zusammen haben, aber Drops wird echt schwer. Also ich habe nur auf zwei Flächen die Bäume Felder hingestellt. Ich habe jetzt in den letzten paar Tagen den Howie Donut hin von einer Fläche zur nächsten hingezogen, damit ich an die Drops rankomme. Also auf Bahamarama kann man die Eventpflanzen ja nicht anbauen, aber die Drops droppten auch aus den Feldern, Bäumen und Stellen bei Bahamarama. So, jetzt wollte ich mal hier ein bisschen wieder was anbauen. Alle. So, mischen. Jetzt müsste ich bald mal wieder ein paar Walnüsse aufbauen, ne? So, kann ich hier was aufbauen? Nein, da fehlen mir noch reichlich Dachziegel. Also ich habe jetzt hier nur Bleiwurz aufgestellt. Also wie gesagt, ich kann hier jetzt die hier hatten wir ja das dritte Item von dieser Ranke hier. Zwei Folgen noch. Hier sollte eigentlich war eigentlich noch eine Ranke, also eine Wolke. Aber die haben sie rausgepatcht. Gewichtige Osterkunst, Eierrutsche und Hasis kleiner Helfer. Nicht Santas kleiner Helfer, sondern Hasis kleiner Helfer. So, jetzt machen wir hier wieder ein paar. Selbst bei der Ranke, da gab es eine Möglichkeit, die Droprate ein bisschen zu erhöhen. Hat aber auch nicht viel gebracht. Aber wie gesagt, also es war echt schwer. Ja, was bekomme ich? Oh. So, was bekommen wir hier raus? Okay. Was haben wir hier? EP bestimmt wieder. Richtig. Komischerweise. Verbrauchsgüter, was kriegen wir daraus? Ein Freidreh und 300 Moospenny. Was haben wir hier? Zwei Dachse. Was bekommen wir hier raus? Anstinktier. Ja, wie gesagt, also man kann die hier, die Flächen hier so fertig machen. Wenn man das hier zuerst macht, kriegt man keine Erfahrungspunkte und keine Moospennies.
gut geschrieben. Also es ist am besten erst die beiden Seiten hier voll zu machen, dann hat man wenigstens ein bisschen was. Und dann kann man hier sich dran setzen. Also ich habe bis heute gewartet. Heute endet das Event. Also in wenigen Stunden. Weil ich habe bis zum letzten Augenblick gewartet, bis ich alles hier zusammen habe. War nicht, wie gesagt, war nicht gerade leicht. Also ich sage mal, bis zum nächsten Mal, euer Korganto bei Pharmarama.